So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play SMP Live Your Dream. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter, wie ihr seht. Weil eigentlich habe ich gerade schon mal versucht aufzunehmen, aber es hat irgendwas nicht funktioniert, also kurz. Naja, ist mir dann die Aufnahme abgekackt, ich habe nach der Datei geguckt. War nicht da. Was weiß ich, das ist, ne? Eben. Eben aufnehmen, ne? Läuft, okay. Ja, und zwar werden wir heute ein Haus suchen am Flughafen. Damit ich dann, ja, mir ein. Ich muss hier das Mikro so. Ja, jetzt passt. Jetzt, nee, jetzt bin ich nicht zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. So. Ja, damit ich dann nicht immer so weit habe von meinem Haus oder meinem dann derzeitigen Spawnpunkt. Meinem Spawnpunkt dann. Ihr wisst, was ich meine. Da, wo ich dann spawne, erscheine. Ja. Damit das nicht so weit weg ist, ne? Gut, die Stoppuhr läuft, ja. Was ganz außergewöhnlich ist bei mir. Der Part wird. Oh Gott, da steht schon wieder dieses scheiß Flugzeug. Der Part wird ein bisschen kürzer, weil ich habe die Stoppuhr gerade schon eingeschalten. Also müsst ihr jetzt hoffen, damit ich einen langen Flug habe oder irgendein Thema finde, über das ich reden kann. Sonst wird der Part 1 Minute 30 ungefähr kürzer. Soll vorkommen, habe ich gehört. So, ja, erstmal ins Flugzeug. Jetzt waren sie so viele Piloten. Oh Gott. So laut. Nein, eigentlich nicht. Geht eigentlich klar, diesmal. Ich habe meinen Sound schon leiser gestellt. Ich kann fliegen. Ich weiß, dass ich jetzt noch nicht fliegen muss. Hier kurz. Ich will nur nicht ausweichen. So, perfekt, ja. Falls der Part ein bisschen später kommt. Nicht wundern, das soll vorkommen, habe ich gehört. So. Gut. Ja, dann warten wir mal kurz, ne? Ja, hatte ich schon gesagt, damit ich wie immer kein Gesprächsthema habe. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war das in der Aufnahme davor. Ich kann das irgendwie nicht so auseinanderhalten. Aber ich glaube, das seid ihr inzwischen gewohnt, ja? Weil, ganz ehrlich, ne, wann habe ich denn schon mal ein ordentliches Gesprächsthema? Also dürfte es jetzt keine so unheimlich große Umstellung sein. Damit ich mal nichts habe, worüber ich hier jetzt ausgiebig diskutieren kann mit mir selber. Was auch mal so ein Problem ist, wenn man allein aufnimmt. Dass man niemanden zu diskutieren hat, ja. Das Leben ist so schrecklich. Naja. Muss ich halt mal gucken, damit irgendjemand mit mir. Lol. Da fliegt ein Flugzeug. Muss ich halt mal gucken. Jo. Erstmal abstürzen. Also da, irgendwo, ne? Für die, die es nicht gesehen haben, die spulen jetzt noch mal kurz zurück und gucken in die linke untere Ecke. Ja, muss halt mal gucken, ob jemand mir aufnimmt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Wenn nicht, dann liegt es ja wahrscheinlich an mir, weil ich einfach keinen Bock habe, ja. Sie stehen an einer Zollstation, ja, mit dem Flugzeug, Seid ihr schon mal an einer Zollstation mit dem Flugzeug gestanden? Ich glaube nicht. So, wir werden diesmal sogar richtig landen. Also einigermaßen richtig. Ja, doch, ich schätze, das ist schon richtig. Damit man in San Fierro, beziehungsweise San Francisco, ob man den realen oder den Ingame-Namen benutzen will. Obwohl, es ist ja nicht 1 zu 1, es ist ja nur angelehnt. Okay, damit lassen wir es bei San Fierro SF. Ja. Ich denke mal, von der Richtung fliegt man normalerweise an. Allerdings nicht in so einem Bogen. Das ist unrealistisch, ja. Aber. Es ist auch nicht viel realistischer, damit man innerhalb einer Stunde ungefähr 50.000 Dollar verdienen kann. Also für einen Normalsterblichen. Natürlich gibt es Leute, die können das, aber ich nicht. Leider. Sonst hätte ich jetzt 50.000 Dollar. So, und wir setzen fast perfekt auf. Ach, perfekt. Alter, ganz ehrlich, ne? Das Flugzeug hat so unglaublich viel Auftrieb, ja? Das steht ja schon, wenn man damit aufsetzt. Wenn du landest, landest du ja fast rückwärts. Aha. Ich weiß, der war scheiße. So, oh, vielleicht wird die Folge doch etwas länger, als ich erwartet hatte. Ja, es ist nämlich schon 6 Minuten, ja. Und das heißt, ich habe ungefähr 4 bis 5, 4 bis 3 bis 4 Minuten gebraucht vom Flughafen, wie heißt Los Santos? LS. Bis hier.
Aber ich das nochmal brauche und dann nochmal von LV, also jetzt von SF nach LV und dann von LV nach LS, dann Los Venturas, dann, na, ist klar. Ist auch schon mal aufgefallen, damit man, wenn man jetzt endlich mal denkt, also ganz ehrlich, ne, ich hätte jetzt, nee, das ist der falsche Ansatz. Mich wundert es irgendwie ein bisschen, damit SF rechts von hier ist. Okay, ich fliege ja auch ziemlich weit nach links, ne? Ist klar. Und ja, ein bisschen Gas hier, Kunstflug und so. Unter der Brücke durch, ja? Nee, aber nicht unter der. Unter irgendeiner anderen, wo ich viel Platz habe. Ja, und dann machen wir Kunstflug, das verspreche ich euch. Oder den Strommasten, ja? Weil ich bin der Master. Komm schon. Oh ja. Ah ja, weil ich auch öfter mal in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht worden bin, so. Also was heißt das, öfter in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht worden bin? Nee. Eher ein einziger Kommentarschreiber. Den ich mal noch angeschrieben habe, ich soll mal Bescheid sagen, wann ich aufnehme. Wie wir das machen können. So. Ja, ich werde sagen, wie es ist. Nein. Erstens, ich wüsste nicht wie. Und zweitens würde ich es auch nicht machen, weil das einfach, ja, es wäre einfach unfair gegenüber den anderen, ja. Wenn mich vielleicht auch jemand anders im Spiel treffen will, ja, und kein Glück hat und ich dann eben bei dem irgendwie weniger Möglichkeiten habe, den anzuschreiben, ne. Ich meine, ich kann jetzt schlecht irgendwie alle in Skype adden oder so. Wenn ich jedem anschreibt, ey, ich zock jetzt, hast du auch Bock? Ey, ich zock jetzt, nimm mal auf. Ey, ich zock jetzt, mach jetzt hinne. Nee, also, nee, ne. Ha, perfekt, ja. Also wenn ich nicht perfekt gelandet bin, dann weiß ich auch nicht. So, wir sind bei 8 Minuten 19. Also ihr nicht ganz, aber ich schon. Das könnte sogar ziemlich genau auf die 10 Minuten hinkommen. Also letztes Mal waren es ziemlich genau 10 Minuten, wo ich ja einmal diese Runde geflogen bin. Und ich denke, jetzt sind wir 10 Minuten. So, also wie gesagt, wenn ihr mich auf dem Server treffen wollt, ja, dann müsst ihr Glück haben. Ich werde... Nee, ich habe keinen Rhythmus, wann ich spiele. Das ist ganz zufällig. Ich spiele manchmal früh um 6 oder 7. Manchmal spiele ich aber auch erst abends um 23 Uhr. Also... Seid am besten von 5 bis 0 Uhr online, durchgehend, und beachtet nur hier die Tab-Liste, dann könnt ihr euch hundertprozentig sicher sein, damit ich online komme. Vorausgesetzt, es sind keine Ferien. Dann können es auch mal 2, 3, 4 Uhr werden, ne? Da haben wir ja alle Erfahrungen mit den Parts, an denen ich wieder angefangen habe, YouTube zu machen. Die sind alle ein bisschen später gedreht worden. Ich muss mal kurz... Gott, Flugzeug. Mein Popschutz ist gerade irgendwie ein bisschen... Upsala. Bisschen nah an mir. Oh, oh. Oh, oh. Kunstflieger. Oh! Oh ja, das war geplant. Ihr glaubt gar nicht, wie geplant das war. Jo. So, die Räder werden ausgefahren. Das Wetter wird schlecht. Und wir setzen zur Landung an. Die Palmen laden, gleich lädt die AT400, ja. Was ich übrigens auch aus dem Kommentar weiß, ja, ich hätte den Namen nicht auswendig gewusst, aber jetzt weiß ich's. Und das hilft mir überhaupt nicht weiter. Ich weiß nämlich immer noch nicht, warum die da steht. Na? Ja, es wurde mir auch geschrieben, wahrscheinlich von dem Spieler. Aber, toll. Mhm. Lol. Ist das der Hydra? Hey, bleib da. Arschloch. Da war's. Nee, oder? Das ist doch keine Hydra. Ah, das ist das Kundflugzeug. Ach so. So, ja, okay, dann ist der Part vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja? Bis denn und tschüss.